Thank you, brother. Other side down. Let's go. Hard rock, ey. Fuck that. Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wir sind im wunderschönen Lüttesalb. Bestes Wetter, Europacup Nummer 4. Es ist heute Freitag, Trainingstag und ja, absolut Bomben-Conditions. Dusty wie die Sau, also wirklich richtig staubiges Rennen wird es, weil es hier einfach wahrscheinlich schon Ewigkeiten nicht mehr geregnet hat. Wie ihr seht, massiv trocken und ja, Strecke ist lang. Ich glaube insgesamt 3,5 Kilometer sogar. Ich denke über 4 Minuten und ja, wenn man jetzt da hochschaut, sieht man auch schon eine richtige Staubwolke. Da wo das Training gerade abgeht und ja, ihr seid dabei. Ich glaube, Race kann man hier leider nicht filmen, aber das Training zumindest und ja, ich fühle mich gut. Und ja, der zählt eigentlich. Schauen wir mal, was geht. Das ist eine kranke Aussicht. Jesse, wie läuft's? Sind wir ready? Wir sehen, wie es läuft. Erster Run. Erster Run. Let's have some fun. I don't speak French. See you later.
Guten Morgen aus Lüdesalb, Tag 2. Wir sind auf dem Weg ins Training. Es ist 11 Uhr und wir haben jetzt bis um 2 Uhr quasi Practice. Am Ende noch eine Stunde Top-Training von 1 bis 2. Und ja, Sonne scheint immer noch, es ist immer noch trocken. Diego ist am Start. Wie fühlst du dich? Gut. Macht's Bock? Ja, ja. Kranke Aussicht hier einfach. Der Traum. Los geht's. Thank you.
Okidoki, Powernap und Training ist rum. Wir sind jetzt kurz vor der Quali. Ich habe Start um 5:30. Jetzt ist 4:05. Jetzt fahre ich gleich zum Pit vor. Und ja, dann geht's los. Ich fühle mich gut. Strecke ist allerdings sehr ausgebombt. Von der Kraft her ging es aber eigentlich gut, vorhin durchzufahren. Ja, deswegen schauen wir mal, wie es gleich wird. Auf jeden Fall wichtig, auf der Bremse kontrolliert zu sein und nicht irgendwo reinzuhacken hier bei den Loose Conditions unter den fetten Löchern. Und dann wird es schon werden. Schade, dass ich nicht filmen kann, aber ja, geballert wird jetzt trotzdem. Bis später. Guten Morgen, meine Freunde, zu Tag 3 in Lüdeshalb. Es ist Finaltag. Gestern leider in der Quali ganz knapp gescheitert und nicht ins Superfinale reingefahren. Ich glaube, 36. oder 35. war ich 1,2 Sekunden zu langsam. Eigentlich eine gute Top-Section gehabt bis zur ersten Split. Und dann aber ein paar Fehler eingebaut und dann vor allem auf der Wiesenkurve einen riesen Rutscher gehabt. Da lagen dann wahrscheinlich die 1,3 Sekunden. Aber ja, trotzdem eigentlich solider Run. Die Pace von allen ist einfach hoch. Genau, Sonne scheint heute wieder. Wetter ist gut. Strecke mit Sicherheit noch mehr blown out. Wir machen jetzt 2 Trainingsläufe und dann stehen die Finals an. Erzähl mal, wie war's? Rough. Wie sieht's aus da oben? Kaputt alles. Staubig, hä? Bitte? Staubig. Voll. Immer noch. Ist noch mehr blown out wie gestern oder geht's? Ähnlich. Ähnlich. Aber ist schon ziemlich kaputt. Was sagst du, Martin? Fahren wir heim. Fahren wir heim? Fahren wir erstmal los. Na, Diego meint es genau wie gestern. Diego meint wie gestern? Ich glaube, er meint es genau wie gestern. Dann schau mal. Thank you.
Jo, meine Freunde, Training ist rum. 2 Runs gemacht. Solide habe ich mich gefühlt. Jetzt geht es gerade zum Quali-Run hoch. Und die guten Nachrichten sind, ich habe abgecheckt, ob ich mit der GoPro fahren darf. Und ich darf. Also ziemlich cool. Race-Run wird aufgenommen. Ihr seid dabei. Ja, ich fühle mich noch fit, fresh, stark genug, um jetzt einen rauszudrücken. Und dann schauen wir mal. Troy aus Südafrika ist mit dabei. Vielen Dank für seine Hilfe das Wochenende mit der Rolle. Warm-up-Bike, guter Mann. Und ja, jetzt geht's los. I see you at the bottom, eh? Get it fast. Thank you, brother. Other side down. Let's go. Let's go. Have a good ride, man.
Julian Steiner de Pomprak. Four Allemand de 30 ans. 4 minutes and 5 seconds. Second place for Julian Steiner from Pomprak from Germany. Second place. Good job, brother. This was hard work, eh? Fuck, that was tough. Yeah. So the top three is still Mathieu Balizé from France. It's now Julian Steiner from Germany and Sam Conrader of today. Okay, Leute, Final rum. Ihr habt es gesehen, Strecke war massiv ausgebombt. Oben eigentlich gut in den Run gefunden, guten Fluss gefahren und dann aber ein bisschen Intensität in der Mitte geleckt. Vielleicht nicht genug im Modus gewesen. Schwierig zu sagen, an was es lag, aber du musst hier so ein bisschen bei der Sache sein, wenn du fährst, weil du weißt nie, welche Kurve noch steht. Und dann bin ich schon sehr, sehr bewusst gefahren. Das heißt nicht im Autopilot. Aber trotzdem 2 Sekunden schneller wie gestern. Ich glaube, 5. jetzt insgesamt oder 4. im Finale, im kleinen Finale gewesen. Ja, auf jeden Fall ein Step in die richtige Richtung gewesen hier auf der Strecke. Vor allem für die Länge. Umso kürzer und intensiver es wird dieses Jahr, umso schneller werde ich auf jeden Fall werden. Und ja, arg viel länger wie die Strecke wird es dieses Jahr nicht mehr. Deswegen alles easy und weiter geht's. Danke fürs Zuschauen und bis die Tage. Ciao for now.